nicht für unmöglich zu halten. Und dann eine ganze Taktik und seine Erfahrung einzusetzen, um dieses Ziel auch dann schließlich zu erreichen. Das ist einfach diese große Leidenschaft für Europa. Es ist der unbedingte Wille zur gemeinsamen Zusammenarbeit für Frieden und aus der Geschichte zu lernen. Ich habe gelernt, dass Politik Geduld braucht. Er hat über Jahrzehnte zu seinen Werten und zu seinen Vorstellungen von der deutschen Einheit und von der europäischen Einigung gearbeitet. Wie man mit Menschen umgeht. Ich habe immer noch im Kopf, wie er als erster westlicher Politiker Gorbatschow beim Wort genommen hat und dabei insbesondere von den Amerikanern so scharf kritisiert wurde, dass die Washington Post ihn quasi als KGB-Agenten bezeichnet hat. Persönlich von Genscher habe ich gelernt, dass man nie zu früh die Tür zumachen soll. Dass man immer versuchen soll, sprechfähig zu bleiben, insbesondere mit Leuten, mit denen man eigentlich gar nicht kann. In der Diplomatie Vertrauen die Grundlage und die Währung ist. Ohne Vertrauen geht gar nichts. Ach, ich habe von ihm gelernt, dass man strategische Geduld haben muss. Dass man einerseits Visionen haben muss, aber andererseits auch weiß, wie man die auf den Weg bringt, wie man sie umsetzt, wie man ihnen in die Wirklichkeit verhilft. Und das ist etwas, was uns heute fehlt.